Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 4 und den Anfangsvorklang natürlich. Tut mir wirklich leid, dass ich den vorherigen Part beenden musste. Ich wusste nicht, dass nur so wenig schwarz ist davon, obwohl es auch schon schlimm genug ist. Ich weiß nicht mal, wie ich das hingekriegt habe. Jetzt ruft mich auch noch irgendwer an. Ah, Dimitri. Na gut, gehen wir mal ran. Nico Felix, you did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? Do you think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who had so many enemies. You Hello. Robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin? It was not my choice. I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Home Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Ich hätte gern einen Burger. Hey Leute, Burger bitte. Oh. Irgendwo da war gerade das Ding, das ich kann. Könnt ihr bitte... Könnt ihr sie nicht wegrammen? Herrgott. Hängt die jetzt da fest? Ich will einen Burger haben. Jetzt hat. Geht's wieder, glaube ich. Ja, jetzt kann ich einen Burger kaufen. Ich hätte das eventuell nicht versuchen sollen. Ich schleiche hier in Richtung des Taxis und die wird da die ganze Zeit wieder weggebombt. Ich warte jetzt noch genau 10 Sekunden und wenn sich's bis dahin nicht gefangen hat, dann lade ich den Spielstand neu. Ich glaube, dann habe ich es nämlich abgefuckt. Egal, was ich mache, es funktioniert nichts. Ich kann hier Face Rollen auf der Tastatur. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich weiß nicht, was das war. Okay. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Ich muss mal kurz meine Programme neu justieren. Jetzt gehe ich mal nochmal ins Spiel rein und gucke, ob es irgendwas gebracht hat. Sieht nicht so aus, nein. Ja, dann lade ich mal kurz den Spielstand. What the fuck? Das ist ja schon ein wunderschöner Anfang. Ja, ich möchte es bitte wirklich laden. Mach hinne. Wenn ich abfacke, dann soll der... Oh! Ah ja, stimmt, man startet dann da. Ich habe kein Auto mehr und so, aber es ist wurscht. Die letzte Mission, das ist wieder ein Autosave gewesen, wurde gespeichert, also passt es schon. Halt die verfickte Fresse. Der Kerl regt mich auf. Okay. Ah ja, jetzt meldet sich Brucey nochmal. Dimitri wird mich dann nochmal anrufen. Und du wirst mir dein Auto geben. Das Polizeiauto ist weit genug weg. Anscheinend, ja. In the Tower? Nee, wurscht. Ich möchte bitte... Danke. Ich komme immer auf die dümmsten Ideen und dann mache ich das Spiel damit kaputt. Richtig schlimm. So. Dann machen wir jetzt doch keine Brucey-Mission, sondern erstmal die von Mallory und danach Brucey. Nicht Mallory, sondern diesen Typ mit einem. Den da. Diese Grafikbugs allerdings. All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man, word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Yeah. Well, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer.
Thanks. Katzen jagen sich dabei yeah, im Hintergrund. You know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat. To start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Yeah. Manny, I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't right for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homie. Punk, I need digger. You to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? Alle, jeder zweite Satz ist irgendein you know what I'm saying, you know what I mean. Ja. Diese, die ganzen 13-jährigen Kinder, die schauen sich's an. Lieber Elektroswing hören. Und dabei Leute killen. Das kommt besser. Bitte nicht wortwörtlich nehmen. Ich möchte nicht irgendwie zur Anstiftung, wegen Anstiftung zum Mord dann drangekriegt werden oder so. Bitte, danke. Gedreckt. Einer haut ab. Du musst auch noch sterben. Dieser Hund, ey. Jetzt habe ich ihn. Ja, das werde ich dann auch noch machen. Wenn ich ihn noch eingeholt kriege mit dem Wagen, in dem ich gerade fahre. Der fährt hier die Straße runter. Ich kann abkürzen. Also nutze ich das und mache das auch. Bester Soundtrack von Welt. Dieses Album war jeden Cent wert. Und dabei habe ich nicht mal eingezahlt. Bester Musiker, bester Künstler von 2017 her. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mein Spiel hat sich dazu entschieden, klein zu werden. Okay. Ich musste gerade kurz über OBS-Anzeige hinkriegen. Dass ich, oh fuck, ey. Dass ich weiterfahren kann, sonst wäre ich irgendwo gegengerammt. Nein, ich pulle nicht over. Was glaubt ihr denn? Ich hab grad geschossen. Okay. Dann stay ich safe und dann stay ich eben real. Cops. Geht weg. Ah, die haben mich doch noch entdeckt. Fuck. Okay, da ist auch ein Polizeiauto. Das gerade um die Ecke biegt. Ich fahre hier nach links. In der Hoffnung, die irgendwie loszukriegen. Es sind eigentlich nur zwei Sterne. Was ist denn plötzlich... Opala. Pardon. Was ist denn plötzlich los? Ich meine, ich habe die doch vorhin immer so leicht abgehängt. Aber gut, vielleicht war das wegen einem Stern. Oh. Oh. Ja, mach ich. Hau rein. LJ. Ja, jetzt bin ich hier irgendwie unten. Da passt die Musik dazu. Und die nehme ich erstmal wieder hoch. Ja. Gutes Auto. Eigentlich gar nicht, wirklich gar nicht so schlecht, aber die Reifen passen nicht für Offroad. Voller. Ja, Brucey, was willst du? We gotta talk serious. Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times? Yeah. I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I wanna talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. Ja, danke, Brucey.
Und jetzt werden wir erst einmal zu dir fahren. Den, da ist noch eine Mission zu erledigen. Ah, das ist ja schöne Musik. Ah, ja, stimmt. Man darf hier nur nicht lang, weil es Einbahnstraße ist. Und seit wann gebe ich da einen Fick drauf? Das ist mir echt schon ungewollt passiert, dass ich in Einbahnstraßen reingefahren bin. Hoppala. Gut, aber da gibt es sowieso eine super Story. Ich meine, ich bin immer, als ich einen Führerschein noch recht neu hatte, den Opel Corsa von meiner Mom gefahren bin, so ein uraltes Teil, auch schon rostig und so, hatte auch immer über Monate kein Öl mehr, hatten wir mir nachgefüllt, aber das Ölwein hat geleckt, nach unter einer Woche war das Öl komplett wieder raus. Ja, was bist du? Hey Nico, you tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. Oh. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Okay, ja, dann werden wir uns an die auch nochmal wenden. Jedenfalls, was ich noch weiter erzählen wollte. Das Öl war nach unter einer Woche oder so schon wieder raus und, der Motor ist, wenn man den Wagen angemacht hat, innerhalb von Sekunden ist der Motor auf maximale Hitze hochgegangen. Klar, da war kein Öl drin, das Eisen hat aneinander gerieben. Aber der Wagen ist monatelang so gefahren. Und einmal bin ich da mit einem Kumpel durch München gecruised eben. Wiesbaden natürlich. Haha. Da war ich mir nicht sicher, wohin ich abbiegen soll, bin ich einmal abgebogen und dann hat sich rausgestellt, ich bin auf eine Straße abgebogen, die keine Straße war. Das war nur gezerrte Straßenbahnweg, da dürfen nicht mehr Busse langfahren. Jetzt ruft der schon wieder an. Nico Berg. Ja, das habe ich schon gehört, danke. Dann bin ich halt einfach mal eben, zum Glück war keine Straßenbahn unterwegs, aber ich bin halt einfach mal über die Straßenbahnschienen gefahren und halt über gezerrte Straßenbahnweg. Bis ich wieder zurück auf eine normale Straße gekommen bin. Das war dann relativ direkt nach der Straße, durch die wir da gefahren sind. Was nur etwa 500 Meter waren oder so, vielleicht ein bisschen länger. Aber es war ziemlich lustig, vor allen Dingen, weil da eine Straßenbahnhaltestelle war dazwischen, wo Leute dann auch standen und auf eine Straßenbahn gewartet haben und dann sind wieder da vorbeigefahren. Kumpel raus, noch so, hey, das war super. Das war echt gut. Also ein paar Fehler macht jeder. Oh, out of the closet, Punkt, Punkt, Punkt. Hey man. Hey guys. Taxi. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Willst du das wirklich? Nico, you wanna go on a date? Come on! What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy who killed Lyle Revis owes me a lot of money, and the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Brucey, das Blut an der Wand. For real? Yeah. Now listen, this guy isn't hiding, but... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. Das ist der Blut. Okay. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Brucey kriegt schon langsam Angst, ne? Nun denn, fahren wir mit einem kaputten Scheißhaufen zum Internetcafé. Wenn er überhaupt noch fährt. Ja, Motor ist noch an, passt. Gut, dass ich ihn nicht ausgemacht habe. Es ist eh gelb markiert. Sorry, ich mag es nicht, wenn gelb und grün übereinander liegen. Das ist irgendwie ungeil. Dann behalte ich lieber so, dass es nur gelb ist. Ansonsten werden meine Augen davon geraped und das ist nicht so geil. Frauen rapen geht klar, aber Augen, was sich darauf reimt, nicht. Immer diese freudschen Verdenker, wenn man an Rape denkt und eigentlich Reim sagen möchte und dann kommt einfach Rape bei raus. Das kann auch mal passieren, weißt du? Man will sich vorstellen und dann plötzlich so Rape, ja. Eigentlich wollte man nur die Hand schütteln, Schwanz rein,
sorry, ist passiert. Freudsche Fehlhandlung. Kann schon mal passieren. Alright, man. I'm at the Internet Cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You're an animal, man. Eat him alive, okay? Lieber nicht. Das klingt zu schwul. So, Website. Ah, jetzt kann ich mal kurz die Mausempfindlichkeit hochstellen. 7 Mails. Nee, die ignoriere ich jetzt mal. Lovemeat.net. Oh, da rechts war es eh gewesen. Oh. Dann gehen wir da dann so. Bindestrich. Oh, deswegen. Ich will Mail. French Tom. Ich bin ein... Also, das ist schon schön. Ich bin ein verletzlicher Mann, der von großen, starken Armen gehalten werden muss. Ich bin ein Mann, auf den aufgepasst werden muss. Ich möchte erzählt bekommen, dass ich der einzige Kerl auf der Welt bin. Ich habe den Arsch voller Geld und möchte es mit dem erstbesten Mann, den ich treffe, ausgeben. The fuck? Hey Mann, ich habe so viele Scheine, dass ich im Geld schwimmen könnte. Wenn du mit mir ausgehst, kann ich aus dem Vollen schöpfen. Das ist mein Style. Man merkt halt wirklich, dass beide das geschrieben haben. Steht auf, muss starke Arme haben. Ja, ausgeprägte Oberkörpermuskeln und Trizeps sind unverzichtbar. Geld. Dollarscheine, Baby. Bussi. All das Zeug. Männer, die mich die Rechnung zahlen lassen. Schmuck, Körper. Oh ja, lass die Leute doch Bullenheit aus Testosteron nehmen, solange sie dadurch keine deformierten Eier bekommen. Oh Gott, ey. Come on. Steht nicht auf, deformierte Eier. Die Leute, die Geld nehmen, sich dann verstecken und glauben, dass man sie nie finden wird. Witz. Heiße Frauen, Titten, all dieses Hetero-Zeugs. Okay, America's Next Top Hooker. Würden sie diese Show mit Callboys machen, würde ich sie vielleicht angucken. Come on. Das ist schon schön. French Tom. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, ich habe es so oft gelesen, dann pausiert jetzt bitte. Ich klicke jetzt auf Ausgehen. So, jetzt logge ich mich aus. Nein, das war falsch. Escape, Escape! Oh, uppala. Einmal zu oft. Uppala. Okay, etwas Zeit vergehen lassen. Hier hoffentlich nicht zu lang. So, speichert. That music, though. In der Zeit können... Pardon. Könnte ich mal bei Elisabeth vorbeigucken? Tut mir leid. Hat der gerade hui gesagt? Das war knapp. Ja, ich rufe mal in der Zwischenzeit Roman an. Vielleicht hat der auch irgendwas Neues. In die richtige Richtung. Nee. Aber warum? Wie überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dass ich rausgetappt habe, aber jetzt bin ich wieder drin. Gleich, zumindest. Musste kurz wieder über OBS fahren, weil ich sonst gar nicht klar gekommen wäre. Muss mal richtig schön reinhauen in die Eisen. Ja. Herrgott! Ich kann mit dem Wagen wirklich. Echt, ich schäme mich. Ich fahre mal so gut. Der Wagen sieht gar nicht mal so schlecht aus, dafür, dass er völlig am Arsch ist. Wie man hört. Fupp, 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 fupp. Ja. Ah, nein, nein. Okay, ja, jetzt habe ich sowieso schon ein Problem. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Ich bin da mal weg, haut rein. Tschüss. Könntest du bitte rennen? Helikopter. Ja, das wird jetzt ein bisschen doof. Fuck you, get red. You get red too. Du hast eine Pistole. Ja, weg. Get red too. Beziehungsweise, ich will dich gar nicht killen. Ich will jetzt nur in den Wagen steigen können, ohne abgeschossen zu werden, danke. Hau rein! Sternchen, haut rein. Ist jetzt ein Kopfhelikopter über mir, toll. Oh mein Gott, ey. Schuss direkt durch die Windschutzscheibe. Oh, ich hätte vielleicht nach vorne gucken sollen. Kannst dich ficken, statt mir reinzufahren. Oh mein. Zum Glück haben sie verfehlt. Oh, das ist jetzt scheiße. Gut, brechen wir durch. Hier mittig, pam! Ist der einen nach links gefetzt hat. Dope. D-A-U-P. Daub.
Ja, das kann jetzt irgendwie bayerisch. Ein bisschen bayerisch, das muss ja schon in meine Let's Plays mit eine. Das wisst ihr schon Bescheid, gell? Ich meine, ich bin ja ein Bayer. Könnt ihr ja nur so richtig übertreiben hier, aber das reicht schon. Das reicht schon, wenn ihr bisher normal bayerisch redet und nicht so komplett übertreibt. Dort jetzt einmal Song, oder? Ja, komm, aus dem Weg. Ich will in den Missionsding rein. Ah ja, da muss ich ja da hoch. Und? Habe ich die Cops weg? Ja, habe ich. Hi, Peggy. Como está? Jorge, he's with me. Liz, this is Nico. Jorge. Cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's a friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. Hey, Paki. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Quite literally. Where are we going? I got this meeting over on Toilet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. Me boys! Sorry. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Gut. Dann Pistole weg. Irgendwo müsste mein Auto stehen. Ja, da. Das ist jetzt mein, ich glaube, Premier. Ja, mein Premier. Oh, schöner Einstieg. Oh ja. Also das ist schon mal schön, dass wir jetzt das Rifle dann zur Verfügung haben. Das wird schön. Ich will die Musik mitnehmen. Ich warte noch den Drop-Up. Und wegen sowas fahre ich Elektroswing. Ja, tut mir leid, ich muss es jetzt leider unterbrechen. Ja, schade, dass man das nicht bis oben hören wird, leider. Ah, das ist doch das erste Präzisionsgewehr wahrscheinlich, das nicht so professionelle. Ist okay bei dir? Er hat eine Brille auf. Penner mit einer Brille. Auch mal was Interessantes. Na gut. Batschen wir mal die Tür auf. Wo ist es denn? Da liegt's. Aussichtspunkt. Der ist da drüben, okay. Dann gucken wir doch mal. Keep clear. Park genau drauf. War so klar. Ja, kann ich gerade nicht überwachen. Läuft nur eine Cutscene. So, dann gucke ich mal. Ja klar, natürlich. Deswegen hatte ich auch gerade STRG gedrückt. Ja, ich weiß, dass man dadurch zielen kann. Sorry an alle, die irgendwie Probleme haben, wenn sich schnell in Bewegungen. So. Ich ziele doch schon. Okay, der hat anscheinend irgendwelche Probleme mit ihm. Ja, direkt. Und wie sich alle umgedreht haben, die da hinten standen im Hintergrund. Die wollten die doch abfacken. Ja, kannst die noch so sehr ducken. Ich werde dich trotzdem erwischen. Dich auch. Der hat, glaube ich, gar nicht gerafft, dass da ein Sniper ist. So tot, wie er jetzt ist. Packy ist in Schwierigkeiten. Oh. Hoppala, das war knapp daneben. Ja, direkt. Das war knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Komm, direkt. Dein Arm ist auch im Arsch.
Das klingt irgendwie schwul. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Hoppala, das war knapp daneben. Ja, direkt. Ja, dann versuch einzusteigen. Du kannst trotzdem nicht wegkommen. He dead now. Jetzt wollte ich schon auf die schießen. Hoppala. Dann laden wir mal nach. Oh, 1,5. Ist auch schön. Those dealers double-crossed your boy. But I managed to keep him alive. Monami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? Gehe ich auch mal von aus, ja. Gut. Dann laufe ich jetzt noch kurz runter. Step off the streets. Oh, ja, das ist schön. Da hört man sogar noch die Musik ein bisschen. Wenn auch nur links, aber trotzdem. Ja, und an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.